Hallihallo, Lille, herzlich willkommen hier mit JamFM. Heute ist Seven vs. Hellwig. Ja, wir sind im Baumarkt drin und wir haben verschiedene Challenges. Hellwig-Mitarbeiter sind am Start. Du hast ein Team aufgestellt oder sie haben sich beworben und sie dürfen mit dir zusammenarbeiten. Exakt. Irgendjemand von meinem Team hat die Chance, quasi einen Ausbildungsplatz zu gewinnen. Und das werden wir heute herausbekommen. Bist du bereit für das Battle of the Battles? Seven vs. Hellwig beginnt genau jetzt. Die erste Challenge heißt Schleifen. Wer traut sich zuzuschleifen? Ich meine, Schleifen, das kennt er hier. Mit so... Seven vs. Hellwig, Challenge 1 beginnt! Okay, das geht direkt los. Direkt ein Loch im Schleifpapier, wenn man das hier mal sieht. Das Team arbeitet zusammen. Ich finde das schön, das ist gut, das dürfen wir so machen. Ich mag den Gesichtsausdruck. Das ist der. Ja, aber das ist auch der Gesichtsausdruck, also, was passiert gleich. Also, die Challenge selber, würde ich mal an sich bei beiden sagen, ist nicht erfüllt, es ist nicht rund, um es mal so zu formulieren. Kann man einfach mal so sagen, aber vom Stand her, in 7 Minuten das hinzubekommen, ist eigentlich mit den Werkzeugen, die sie bekommen durften, auch fast nicht machbar. Sollte aber auch die Challenge in dem Falle sein, also von daher alles richtig. Ganz klar muss man aber sagen, dass das Team Martin in dem Falle den runderen Block hinbekommen hat. Die nächste Challenge heißt Fliesen. Ihr seht diese Unterlage hier, die wird gefliest. Komplett? Ach scheiße, ich darf es noch nicht verraten. Fuck. Ich muss mich gerade zurückerinnern, damals Lehrbauhof vor ungefähr 15 Jahren, als ich auch vor meiner Wand stand, die jetzt auf dem Boden ist, und wir das erste Mal Fliesen legen sollten, schmeißen sollten. Ja. Ach, was ist passiert? Naja, die ganze Wand kam runter. Oh. War gut, ich habe ein bisschen zu wenig Zement oder irgendwas darin gepackt in die Mischung. War gut. Oh nein, oh nein. Und dann haben sie mir eine Tuppe gepisst. Was ist eine Tuppe? Ach so. Also pass auf, da hast du so einen Behälter. Hier ist es schon fertig, aber da hast du so einen Behälter. Da kommt halt der eigentliche Stoff, woraus man diesen Verbundmörtel macht für das Fliesenlegen. Und da haben sie mir reingepisst. Und dann hat natürlich bei mir nichts mehr erhalten. Ah, das war witzig. Aber danke Jungs, dann früher, ey. Die dachten sich so, ja komm. Ja, ist witzig. Erstmal stinkt die Hulle und zweitens halten deine Fliesen an der Wand nicht. Alter. Okay, cool. Seven vs. Hellwig, Runde 2 beginnt. Hier wird erstmal aufgetischt und da wird schon direkt reingekleistert. Wo sind denn deine Handschuhe? Arbeitsschutz geht jeden was an. Perfekt, genau so muss es aussehen. Ja. Sehr gut, sehr gut. Aber hier sieht es tatsächlich ein bisschen gleichmäßiger aus. Ja. Also man sieht, er hat das nicht zum ersten Mal gemacht. Du kennst mich, oder? Ja, du. Was gibt's bei mir eine goldene Regel? Die anderen nicht proppen. Nein. 80%. Mit der 80%-Regel habe ich einen Bunker gebaut und ein Haus. Ah, okay. AKA Holzschuppen. Nimm mal den Hammer. Der Gummihammer kommt auf die Fliesen, so ganz bisschen. Danke, einfach nur damit die Jury sieht, dass wir uns Mühe geben. Oh mein Gott! Was? Martin ist der Fliesenschneider. Er schneidet mit Hand. Wir haben noch 30 Sekunden, Leute. 30 Sekunden. 3, 2, 1. Nichts gilt mehr eigentlich. Hendrik! Stopp. Fangen wir mit Thema 1 an. Sauberkeit muss man einfach ganz klar sagen. Punkt kriegt da definitiv Team Martin. Gleichzeitig muss man auch noch dazu sagen, sind sie rein theoretisch, auch wenn hier etwas kurz geraten, die eine Fliese, fertig geworden. Spricht es ganz klar für Team Martin. Die nächste Challenge lautet Montage. Seven vs. Hellwig. Challenge 3 beginnt. 7 Minuten Zeit. Vollste Konzentration hier. Ja. Da wird sich das nächste Brett geschnappt. Ja, sorry. Ja, sie macht Ansagen. Wo ist der Chef? Du bist doch Chef, ne? Hey, siehst du, die Chefin. Musst du dir warm halten. Wirklich. Gib dir mal ein bisschen Sonderurlaub. Das ist so ein Mitarbeiter, den würde ich mir in meiner Firma auch wünschen. Oh, ich habe so eine leichte Linksschwäche. Oh. Ja. Man kann ja nicht alle so clever sein wie Frau Reichstein. Möchtest du lieber Vornamen oder den Nachnamen? Was ist dir lieber? Okay, ich sag Yvonne. 4 Minuten. Ja, dann wenn du willst, kannst du dich noch ein bisschen chillen, kannst du was trinken so. Ja? Wir wollen mal einfach mal den Fokus ablenken. Ne? Quantität und Qualität, hast du schon mal gehört? Was ist denn hier passiert? Oh oh. Oh, guck mal, es wird vielleicht noch repariert. In der Zeit, warum hab ich's gesagt? Ja, wir hatten noch eine Minute fast Zeit. Cool. Wollen wir aufhören? Hinsetzen? Ja, wir können fertig. Stellt euch vor, der Gulli draußen läuft über. Bedenke unsere Höhe. Wenn wir das Modell da drüben sehen. Okay, ich sag's nur, es war nur so ein Gedanke. Ich sehe, was du meinst. Ich muss auf positiver Weise für euch sagen, auf dem Bild, ist euer einfach das, was es ist. Ja. Unseres ist halt abgegradet. Wie auf dem Foto sieht es genau so aus. Gleichzeitig auch noch repariert. Das auch noch in der Zeit. Von daher volle Punktzahl. Das andere Regal sieht gut aus. Von der Stabilität her wäre es schöner, wenn es natürlich oben und unten wäre. Es ist fertig geworden, trotzdem geht der Punkt da an Hellweg. Ich fand das Verkaufsargument von Martin gar nicht mal so schlecht. Deswegen. Ich bin immer für die Underdogs so mäßig. Wobei bei euch läuft es. Kriege deinen Mitleidspunkt, das ist nett, Tobi. Danke. Aber, und zwar ist das nächste Thema Farbe. Challenge 4. Ich helfe mal bei beginnt Pop. Jetzt! Hier wird was probiert. Martin hilft ein bisschen, das ist erlaubt, ausnahmsweise. Und da kommt er wieder mit der. Oh. Und hier ist aber schon die Farbe offen. Oh oh. Martin, komm schon, zieh durch! Ja, beruhig dich, auf der anderen Seite.
Aber es geht natürlich auch darum, kann ja schnell aus Versehen auch mal alles rot tunken. Werden zu lassen. Lass mal bleiben, bitte. Ich wollte einmal in meinem Leben auch was streichen. Ja, hast du ja jetzt. Okay, gut. Ich guck gerade mal, aber hier auch die Kleckerigkeit ist bei Team Hellwig schon ein bisschen fortgeschrittener als hier bei Team Martin. Du darfst noch in den letzten 10 Sekunden einmal. Echt? Aber noch sind sie nicht. Martin, noch nicht, hey! Du hast doch gesagt, jetzt kann die ich... Die letzten 10 Sekunden, das oh, war das habe ich falsch verstanden. Nee, da gibt es keine letzten 10 Sekunden mehr. Gibt keine letzten 10... Ja, Martin, weg mit dem! Ich mach die 10 Sekunden noch. Martin! Unentschieden, weil drüben es ordentlicher aussieht, dafür ist es da weniger gekleckert worden. Deswegen machen wir mal Gleichstand. Okay, wir machen jetzt Challenge 5 auf. Segen. Segen, warum sagst du das so komisch? Montage. 3, 2, 1, 7 vs. Hellwig, es geht los. Okay, es wurde ein großes Haar aufgezeichnet. Können auch noch ein bisschen was machen. Also noch ist 3 Minuten. Hä? Ist doch alle da, was da braucht. Wo siehst du denn da Kanten, die Animals sind? Also ich weiß nicht. Ja gut, wird das der Jury nicht zeigen. Ja. Wenn ihr Yvonne das gemacht lassen hättet, wäre jetzt schon fertig. Wäre schon fertig, ja. Die werden jetzt schon Mittagessen. Wie herzlich willkommen uns hier das? Bei Neuen okay. Live. Ich habe hier etwas, was Sie unglaublich gerne auch zu Hause haben müssen. Haben Sie zum Beispiel einen Straßennamen, der mit H anfängt, dann sind wir genau der richtige Partner für Sie, denn wir haben Ihr H. Ja, ich habe es versucht, aber es ist scheiße gelaufen. Also... Ja, also wie Martin gerade schon gesagt hat, einfach gewählt, das Haar ist fertig, die Aufgabe ist erfüllt, somit da geht der Punkt hin. Rein damit. Okay. Seven vs. Hellwig, vorletzte Challenge. 3. Startet. 2, 1. Jetzt. Ha! Sehr gut. Oh, ich liebe diese Grundaggression. Ah! Ja! Nein! Ach, schön. Mach wieder Aggro. Mach wieder. Ja! Oh. Halt dein Maul. Ja, ja, ja. Der okay. Gewinner ist Team Martin. Ey, nicht schlecht. Die letzte Challenge, sie trägt den Namen Stapeln. Seven vs. Hellwig, auf die Plätze, fertig, los, letzte Challenge, es geht los. Oh, es wird richtig gerannt. Das feier ich, das ist Hardcore, das ist super, ist das. Ja, neue Taktik hier im Team Martin, ich werde sie nicht verraten. Kann das funktionieren, den aufzurichten? Das jetzt ist die Frage. Mal. Okay, das sieht sehr gut aus. Ich glaube, da wird nichts mehr passieren, oder? Oh, hält das, oh mein Gott. Das, warte kurz, lass ihn tarieren. Das wird nix, warte. Nichts mehr anfassen, nichts mehr anfassen, nichts mehr anfassen. Das Ding steht. Darf ich noch ganz kurz anmerken, der vierte Gegenstand, der da quasi benutzt wurde, wirkt für mich eher für eine Disqualifikation. Was stimmt gar nicht? Wir durften 2 Gegenstände auswählen und ihr habt einen Stuhl noch dazu gewählt. Wo kommt der her? Der Stuhl ist eigentlich außen vor. Also den müsste man somit den oben runterziehen. Aber im Ausgleich dazu hat es ja gedauert im Nachgang noch eine knappe halbe Minute, bis es überhaupt funktioniert hat. Somit nee, wir haben uns nicht getraut. Gleichstand in dem Falle. Teambewertung, klein Ticken mehr. Martin hätte ich gesagt, aber nicht so viel Abstand. Du willst den eindeutigen Sieg haben. Nein, alles gut. Aber bei Einzelleistung würde ich bei Hellwig sagen... Yvonne, die ja. Mit dem Sonderurlaub. Bei definitiv. Dir aus dem Team vielleicht nochmal jemanden hervorzuheben? Ich fand eigentlich alle stark. Überraschungsgast war Jordi mit den Nägeln. Weil ich damit nicht gerechnet habe, ja. Dass wir das Ding nach Hause holen. Und ja. Ihr macht hier so ein Hackmack mit Gleichstand und so ein Ding. Egal, wir wollen ja jetzt, das sind für mich alles Einzelleistungen, die überhaupt hier hervorgehoben werden müssten. Okay. Danke, Jack! Deine Nummer 1 für neue Musik.